Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie heute hier sind. Meine Frage richtet sich auch an Professor Wernicke. Als Wirtschaftsanwalt hatte ich viel mit Wettbewerbsrecht zu tun. Ich halte die Neugestaltung des GWB mit dem Störungskatalog und den dortigen Regelbeispielen als auch mit der eingeschränkten Möglichkeit der Entlastung quasi einer Beweislastumkehr und der zusätzlichen Schätzungsmöglichkeit mit den geregelten Mindesthöhen für verfassungsrechtlich äußerst bedenklich. Sie selbst sind ja Chefjurist beim DIHK. Und ich frage Sie, teilen Sie diese verfassungs- und auch europarechtlichen Bedenken gerade im Hinblick auf das juristische Bestimmtheitsgebot und auf die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Wesentlichkeitstheorie? Vielen Dank für die Frage. Ich bin Europarechtler und ich bin kein Verfassungsrechtler. Deswegen möchte ich mich insoweit zurückhalten. Und ich spreche hier auch in dieser Funktion dann nicht für die DIHK, weil die DIHK keine Position hat zur Frage der Verfassungswidrigkeit der Norm. Lassen Sie mich aber die Frage gerne auch beantworten. Insoweit, dass wir gerade jüngst ein verfassungsrechtliches Gutachten vorgelegt bekommen haben von zwei Verbänden. Und dieses ist am Montag vorgestellt worden von Professor Nettesheim aus Tübingen. Und er hat ganz klare Perspektiven insoweit gebracht, nämlich, dass er als Verfassungsrechtler ausgeführt hat, dass dieses Gesetz ein Eingriff in ein gesellschaftliches Funktionssystem ist. Stellen Sie sich vor, wir regeln den Wettbewerb jetzt mit durch eine Behörde. Wäre so etwas normal, wenn wir es im Bereich Kultur machen würden, wenn wir es im Bereich Sport machen würden? Es wäre eigentlich völlig unerhört. Niemand würde auf die Idee kommen, dies zu machen. Das ist also sehr untypisch für eine freiheitliche Verfassung. Er benutzt aber nicht den Begriff Verfassungswidrigkeit explizit, aber er weckt Zweifel daran und er weckt erhebliche Zweifel auch an den von Ihnen genannten Punkten. Bestimmtheitsgebot, den Begriff Störung habe ich eben schon erwähnt, der ist nicht bestimmt. Die Frage ist, ist er ausreichend bestimmbar aus verfassungsrechtlicher Sicht? Können wir das normativ einhegen? Herr Nettesheim sagt, das ist bisher jedenfalls nicht gelungen. Das wäre die Aufgabe, den Gesetzgeber dies zu machen. Er fragt auch, ob wir die Entscheidungsmacht verlagern können, hier vom Gesetzgeber hin zu einer Behörde für ganz spezifische Situationen, die aber eben nicht genau eingehegt sind. Und letztlich auch die Wesentlichkeitstheorie spielt natürlich eine Rolle, weil es hier schon um Maßnahmen geht, die typischerweise Regulierungsrecht sind. Hier ist eine Art Ex-ante-Regulierung für bestimmte, aber nicht klar typisierte Situationen. Von daher gab es fundamentale Zweifel von seiner Position aus. Jetzt reicht mir die Zeit leider nicht mehr, zum Europarecht Stellung zu nehmen. Vielleicht kann ich das im weiteren Verlauf der Sitzung. Danke.